Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß nicht, ob ihr uns Thüringerinnen Superkräfte zutraut. Erst jagte uns früh am Sonntag hierher, dann auch noch eine Stunde eher und jetzt bin ich nach der Mittagspause dran. Also insofern wünsche ich uns allen viel Erfolg, nach der Mittagspause auch munter zu bleiben. Dann ist ja alles klar. Natürlich herzliche Grüße von meinem Landesverband. Als es hieß, ich fahre nach Brandenburg, und das ist im Übrigen erst der zweite Landesverband, den ich in jüngster Zeit besuche. Das letzte Mal war ich in Berlin vor wenigen Monaten. Ihr könnt euch denken, warum. Weil auch da ein rot-rot-grünes Bündnis bestätigt worden ist. Und jedenfalls, ich soll euch von allen, die so bei uns in der Gegend rumkreuchen, fleuchen, wie auch immer Politik machen, herzlich grüßen und vor allen Dingen euch auch mal übermitteln, dass ihr das schon ganz schön gut macht. So, mit der Sicht von außen, 300 Kilometer entfernt, sieht das nicht ganz so schlecht aus, wie ihr euch vielleicht immer fühlt. Also so weit, so gut. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir haben ja jetzt als Thüringerinnen auch seit 2,5 Jahren das Vergnügen, in einer Landesregierung Politik machen zu können. Und ich sage es gern immer und überall, das Regieren ist nur eine Möglichkeit, Politik zu machen. Es ist aber keine unentscheidende Art und Weise, Politik zu machen. Und jetzt haben wir natürlich mit zwei Koalitionspartnern, SPD und Grüne, keine einfachen Partnerinnen, aber ich kann euch versichern, auch im Gegensatz zu dem, was gern öffentlich verkündet wird, Rot-Rot-Grün in Thüringen funktioniert. Und wo kämen wir denn dahin, wenn sich die Linke mit der SPD nicht streiten würde, wenn sich die Linke mit den Grünen nicht streiten würde und am Ende noch einigen würde? Also insofern ganz normales Koalitionsgeschehen und, das will ich euch versichern, am Ende funktioniert auch diese Koalition wie eine Zweierkoalition. Mal sind wir uns mit der SPD gegenüber den Grünen einig, mal sind wir mit den Grünen gegenüber der SPD einig, mal sind beide gegen uns. Also alles läuft im normalen Lot und deswegen will ich auch dafür werben, dass wir keine Angst davor haben, wenn wir tatsächlich im September in der Bundesregierung sein sollten, aber dazu vielleicht später. Zum einen möchte ich heute verteidigen unser Prinzip auf Augenhöhe. Wir haben das sehr oft benannt, dass wir mit unseren unterschiedlichen Stärken anders Politik machen müssen, als die Stärkeren bestimmen. Ich will es noch mal benennen, für die, die es nicht wissen. Die Linke hat 28 Abgeordnete im Landtag, die SPD 12, die Grünen 6. Jetzt könnt ihr euch leicht ausrechnen, dass es relativ einfach wäre zu sagen, okay, wir haben mehr Stimmen, jetzt machen wir, was die Linke will. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil wir nur eine Stimme Mehrheit insgesamt im Landtag haben. Das heißt, wir müssen uns bei jeder Gelegenheit, und da ist das kleinste Gesetz, der kleinste Antrag oder eben die Verfassungsreform, müssen wir uns immer einigen oder es findet nicht statt. Der zweite Punkt, warum ich der Auffassung bin, dass Rot-Rot-Grün tatsächlich in Thüringen funktioniert, und das finde ich, das ist ein entscheidender Punkt, wenn wir in alle Koalition gucken, und das werdet ihr mir auch bestätigen können. Es ist das persönliche Miteinander-Können und das Menscheln zwischen den Akteuren. Wenn das nicht stattfindet, wenn es keine soziale Beziehung gibt, dann kann man Koalitionen aus meiner Sicht auch nicht krisenfest gestalten. Der dritte Punkt, Olaf Palmer hat mal gesagt, Politik heißt etwas wollen. Jetzt haben wir einen Koalitionspartner, den habt ihr auch, der will immer nicht so richtig. Dem scheint es irgendwie genügsam zu sein, in der Verwaltung zu sitzen, eine Position zu haben, einen Posten zu haben und das ist schon ausreichend. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie unsere Koalition und meine Fraktion, unsere Fraktion mit den Hufen scharrt, wenn es darum geht, tatsächlich etwas umzusetzen. Und dann ist eine Fraktion, die sagt immer Nein. Und Nein ist ein sehr starkes politisches Mittel, weil man daran nicht vorbeikommt. Und deswegen finde ich das gerade sehr spannend, was sich in der SPD bundesweit entwickelt, weil all das, was die SPD gerade fordert, sei es kostenfreie Bildung, sei es ein Ende mit der Prekarisierung und dem Niedriglohnbereich und so weiter, all das, was Martin Schulz gerade richtigerweise fordert, setzen wir in Thüringen gegen die SPD durch. Und insofern der dritte Punkt, ich glaube, es braucht eine starke Linke im Bund, weil es sonst kein linkes Korrektiv im Sinne der vielen geben wird, die
nicht mit dem goldenen Löffel aufgewachsen sind, die nicht die gleichen Chancen haben wie die, die schon von vornherein wussten, sie wären mal Arzt, Apotheker oder vielleicht auch Jurist, sondern es braucht die Linke als Korrektiv und wie es die Genossin eben auch gerade gesagt hat, auch als Korrektiv, dass die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich über Frieden nachdenkt und nicht über Krieg. Naja, und dann will ich noch mal allen sagen, die regierungskritisch sind, das kann man gut sein, das bin ich auch jeden Tag. Aber wir haben nichts Besseres, das ist das eine. Und das Zweite, ich finde, wir sollten alle keine Angst vor Kompromissen haben. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, machen wir in unserer eigenen Partei schon jeden Tag Kompromisse. Ich würde wahrscheinlich ein anderes Wahlprogramm schreiben, als es Tommy Nord schreiben würde. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht als Christian oder als Anja, keine Ahnung. Aber wir werden uns auch in unserer Positionierung, in unserer eigenen Partei mit über 60.000 Mitgliedern nur in Kompromissen bewegen können. Und auch ein Kompromiss für eine Bundestagswahl in eine zukünftige Regierung heißt ja, dass immer zwei oder drei zustimmen müssen. Und es wird keine Zustimmung geben, da bin ich mir ganz sicher, wenn uns dieser Kompromiss nicht passt. Ich könnte jetzt auch noch Benny Hoff zitieren, der gern sagt, ein Kompromiss ist, wenn niemand zufrieden ist. Aber ich hoffe natürlich, dass wir zukünftig mehr Kompromisse schließen, wo auch wir zufrieden sind. Liebe Genossen und Genossen, ich glaube, wir sollten verinnerlichen, dass es eben nicht egal ist, wer regiert. Weil all die Forderungen, die auch heute schon benannt worden sind, die können wir stellen, die sind richtig, gerade was die Bundesregierung angeht. Aber wir sollten damit aufhören zu glauben, dass andere Parteien, andere Fraktionen, denen wir nicht angehören in Regierungsverantwortung, unsere Forderungen umsetzen. Und am Ende geht es genau darum, dass wir nämlich Verantwortung für jedes einzelne Leben in dieser Bundesrepublik übernehmen. Dass wir sehr konkret machen, was heißt denn Kinderarmut bekämpfen? Was heißt denn, Niedriglohn aufzuheben? Was heißt denn, mehr Macht für Gewerkschaften? Was heißt denn tatsächlich, in der Pflege besser zu beschäftigen? Und liebe Genossen und Genossen, das sind nicht irgendwelche Floskeln, die wir da hinsagen können, sondern es betrifft immer sehr konkret Menschen. Und da unterscheiden sich ja unsere Landesverbände überhaupt nicht, weil wir jeden Tag in der Regierungsarbeit, also in der Fraktion, in der Regierung, in der Partei entscheiden müssen, wie wir unsere Forderungen tatsächlich pragmatisch umsetzen. Und liebe Genossen und Genossen, ich bin bundesweit unterwegs, um zu erklären, wie Rot-Rot-Grün funktioniert, warum es eben wichtig ist zu regieren, aber trotzdem als Genossin und als Genosse außerparlamentarisch tätig zu sein, auf einer Anti-Nazi-Demo zu sein oder eben auch in anderen Bündnissen. Und das, was ich erlebe, ist schon etwas anderes, als was ich auch hier erlebe. Unsere Landesverbände, ihr mögt das so nicht wahrnehmen, sind sehr produktiv und konstruktiv. Wenn es darum geht, Politik zu gestalten und zu wissen, was man will, auch in der Landespolitik. Das ist in vielen unserer Landesverbände, die das nicht haben, also diesen Moment des Drucks, dass es eben niemand anders für uns entscheidet, da sieht das durchaus sehr viel anders aus und es sind Landesverbände, die lange brauchen werden, um sich auch produktiv zu entwickeln. Und jetzt muss ich auch noch mal loben, liebe Genossen und Genossen, an bestimmten Punkten seid ihr nämlich einfach viel weiter als wir. Das habe ich heute gelernt, nach Christian seiner Rede, nach Ralf seiner Rede. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich bin erkältet, ich hoffe, meine Stimme hält durch. Ihr schafft das mit mir. Kitas. Das kostenfreie Kita-Jahr haben wir durchgesetzt. Jetzt gegen SPD und Grüne. Wir werden am 1.1. mit dem ersten kostenfreien Kita-Jahr im letzten Jahr beginnen. Ich bin gespannt, wie ihr das in anderthalb Jahren schafft. Aber es ist zu schaffen, weil ihr dann von Thüringen abschreiben könnt. Aber was wir eben nicht haben, wo ihr Meilen weiter seid als wir, das ist der Betreuungsschlüssel in Kitas. Wir sind nach wie vor bei 16:1 und nicht bei 12:11:1 wie ihr. Und es würde in Thüringen tatsächlich an die 150 Millionen kosten, um zu diesem Schlüssel zu kommen. Damit will ich sagen, ihr seid schon sehr, sehr viel weiter, weil ihr zum einen natürlich länger regiert als wir und weil ihr von einem anderen Stand kommt. Die CDU in Thüringen hat Thüringen zum Niedriglohnland gemacht, hat eine sogenannte Familienoffensive gegen öffentliche Kita-Betreuung gestartet. Und all die Folgen, all die Baustellen haben wir jetzt erstmal abzuräumen und Schritt für Schritt aufzubauen. Oder eine Lohnuntergrenze für 9 Euro für öffentliche Aufträge.
streiten wir uns gerade im neuen Vergabegesetz mit dem euch allen bekannten SPD-Minister Tiefensee, weil der das natürlich nicht will. Oder 400 Millionen Investitionen in Krankenhäuser. Wir haben durchsetzen können 50 Millionen. Also ich will sagen, wir machen auch sehr viel auf einem anderen Niveau als ihr, aber wir sind alle zusammen auf dem gleichen Weg. Bessere Bildung, bessere Entlohnung, Gesundheit stärken und vor allen Dingen, was für die Menschen tun, die alltäglich schrubben, arbeiten und nicht wissen, wie sie um die Runden kommen sollen. Und da sind wir natürlich auch ein Stückchen weit schicksalhaft verbunden. Mittlerweile ist es so mit der Regierungsbeteiligung in Berlin, dass es schon entscheidend ist, wie viele Stimmen wir im Bundesrat haben. Und dass es immer entscheidender wird, die Frage zu beantworten, ob wir als Bundesländer bestimmten Entscheidungen zustimmen. Ralf hat es gesagt, es gab in der vergangenen Bundesratssitzung einen Antrag zur Einwanderungsgesetzgebung von der SPD, wo es darum ging, setzen wir jetzt durch, dass nur, also ich verkürze es jetzt, dass nur die intellektuellen Einwanderer, die Deutschland was nutzen, nach Deutschland einwandern können oder nicht. Das sind für uns Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen. Wir als Thüringerinnen haben uns entschieden, nicht zuzustimmen. Ich glaube, ihr habt am Ende zugestimmt. Nein, auch nicht. Gut. Der Antrag ist damit nicht durchgekommen, wollte ich damit sagen. Aber ihr seht, das ist schon entscheidend, dass wir mit Berlin eine enge Abstimmung haben und dass es eben nicht mehr egal ist, wer regiert, weil damit auch entschieden wird, wie im Bund Gesetze angenommen werden oder nicht und damit sich unser Einfluss erhöht. Naja, und wenn man so regiert, dann muss man auch so ein paar lustige Sachen machen, wie so eine verwaltungsfunktionale Gebietsreform. Christian hat es vorhin gesagt, es mag nicht unser aller Herzensthema sein und es ist, weiß Gott, kein linkes Thema. Aber wenn wir linke Projekte, linke Politik in Gemeinden wachsen lassen wollen, dann müssen wir sie auch finanziell und in der Struktur dazu befähigen, dass es wieder funktioniert. Und an dem Punkt wird so eine verwaltungsfunktionale Gebietsreform eben doch ein linkes Projekt. Wenn es darum geht, über Selbstverwaltung in Kommunen zu sprechen, Bildung, Kultur, Freizeit in der Kommune zu stärken. Also ich will es mal für Thüringen sagen, wir haben etwa 850 Gemeinden, davon kriegen 400 ihren Haushalt nicht zu. Und gleichzeitig will die CDU erklären, aber wir haben zu viel Geld und wir haben genug Geld und wir müssen den Kommunen noch mehr Geld geben, weil sie ja schon genug Geld haben und am besten so eine Gebietsreform ganz lassen. Ich will euch mal etwas bestärken in dem Satz, der heute gefallen ist. Nicht bei jedem Sturm darf man gleich umfallen. Mal so ein paar Episoden aus Thüringen, wie so gegen die Gebietsreform gearbeitet wird. SPD und CDU hatten sich in der vergangenen Legislatur schon darauf verständigt, eine Gebietsreform zu machen. Davon will die CDU jetzt nichts mehr wissen und macht die Totalblockade, also gar nicht zurückgehen. Wir haben mittlerweile etwa 15 Klagen am Verfassungsgericht in Thüringen. Die richten sich gegen die unterschiedlichsten Gesetze, mal von der CDU, mal aus dem Landkreis, mal von einzelnen Abgeordneten. Wir haben eine Klage der CDU gegen den Innenausschuss des Thüringer Landtages. Und diese Klage hat auch dafür gesorgt, um die CDU besser dastehen zu lassen mit ihrer Klage gegen den Innenausschuss, hat die Landtagsdirektorin einfach mal ein Gutachten frisiert, was den Innenausschuss am Verfassungsgerichtshof verteidigen sollte. Man stelle sich mal vor, man kommt zu Gericht und kann sich nicht mehr sicher sein, dass jeder vor Gericht gleich ist. Weil genau das muss für die Landtagsverwaltung gelten, für uns alle, die wir in den Landtag gewählt worden sind. Also ich will damit sagen, es werden alle Register gezogen, die gehen, auf diesen Ebenen, und es geht noch besser. Die CDU ist die treibende Kraft bei dem Volksbegehren gegen die Gebietsreform. Das Volksbegehren sagt ausschließlich Nein. Wir wollen alles so belassen, wie es ist. Das Volksbegehren war auch in der ersten Stufe erfolgreich. Schaut man sich aber die Vorstände an und die Akteure, in der Landtagsfraktion sind die Anwälte von,
ist die Junge Union bei Demos, die dieses Volksbegehren-Bündnis vor Parteitagen macht, sieht man die Bekannten aus dem Landtag wieder. Und so zieht sich das durch. Also insofern will ich euch sagen, dass natürlich auch in Thüringen versucht, die CDU mit alle Mitteln, ihre Macht im ländlichen Raum zu verteidigen. Und das sind nun mal Landräte und Bürgermeisterinnen, auch in den kleinen Gemeinden. Und die wissen sehr genau, was passiert, wenn sie all diese Machtbasis nicht mehr haben. Und deswegen sind sie natürlich umso interessierter daran, dass es nicht stattfindet. Und liebe Genossen und Genossen, wir bemühen uns natürlich trotzdem, die Gebietsreform mit sehr viel Bürgerbeteiligung durchzusetzen. Wir haben Regionalkonferenzen durchgeführt. Wir haben ein Bürgergutachten auf den Weg gebracht. Völlig neue demokratische Instrumente. Wir haben ein Gesetz verabschiedet für mehr Demokratie in Kommunen, was uns ein Stückchen weit die Argumentation erleichtert, weil es jetzt möglich ist, Ratsreferenten zu machen. Das heißt also, Kreistage und Gemeinden können ihre Bürger verbindlich befragen, zu welchem Landkreis wollt ihr eigentlich gehören? Zu welcher Gemeinde wollt ihr eigentlich gehören? Das heißt, die Verantwortung ist nicht mehr nur auf die Räte an sich oder auf die Verwaltung abgeschoben, sondern jeder und jede kann auf jeder Ebene befragt werden. Also soll niemand so tun, als würden wir nicht mehr Demokratie fördern. Die CDU möchte jetzt ein fakultatives Referendum. Ich weiß nicht, wer es schon mal gehört hat. Das heißt, für Thüringen 100 Tage warten. 50.000 Unterschriften kann man dann gesammelt haben. Und wenn die 50.000 Unterschriften zusammengekommen sind, kann das Gesetz, um was es geht, einfach gestoppt werden. Es ist ziemlich durchsichtig, was das soll, ne? Aber die CDU versucht es natürlich an jedem Punkt auch eben dort unter Druck zu setzen. Also auch da würde ich sagen, befinden wir uns in irgendeiner Art gleichem Boot und haben das auszuhalten, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir das nicht tun, dann werden wir auf absehbare Zeit die Verwaltung nur noch desaströs arbeiten haben. Und am Ende geht es ja genau darum, dass die Verwaltung neu strukturiert wird und nicht das Ortsschild abgeschraubt wird oder der Ort platt gemacht wird. Ich will euch also damit Mut machen. Auch wir haben dasselbe Thema. Ich finde allerdings, dass wir es etwas leidenschaftlicher vertreten müssen als bisher. Natürlich haben wir recht, das zu tun. Unser Korpofor ist Land auf, Land ab unterwegs, um es zu erklären, genauso wie unsere Fraktion, wie unsere Genossen und Genossen. Und es ist wichtig, alles zu erklären, was wir tun. Zum Schluss will ich vielleicht noch sagen, weil Christian es so deutlich gemacht hat, wir haben in der Bundesrepublik 350.000 Menschen ohne Strom. Wir haben 2 bis 3 Millionen arme Kinder. Wir haben ein Viertel der Arbeitnehmerinnen, die im Niedriglohnsektor sind. Wir haben knapp 10% unsichere Beschäftigung. Wir haben Verschmutzung von Umwelt, von Natur, allem, was dazugehört. Es muss doch keiner glauben, dass es nicht langsam an der Zeit wirklich ist, in der Bundesrepublik umzusteuern. Und da sprechen eben auch für mich 3 Punkte dafür. Das eine ist, wir werden kein wirksames Mittel gegen rechts haben, solange wir nicht an der Umverteilung des finanziellen Reichtums in Deutschland arbeiten und damit soziale Gerechtigkeit tatsächlich möglich machen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eine andere Europapolitik. Schluss mit der Ausbeutung der südeuropäischen Staaten, mit der Austeritätspolitik und mit der Flüchtlingspolitik, die Europa glaubt sich zu leisten. Und der dritte Punkt: ist tatsächlich die Frage von Krieg und Frieden. Wie wird sich Deutschland weiterhin in der Welt betätigen? Und da ist es eben auch entscheidend, wer regiert und wer das Korrektiv in dieser Regierung ist. Insofern seid froh, dass meine Stimme jetzt langsam verschwindet, sonst würde ich jetzt noch 10 Minuten reden oder vielleicht eine Stunde. Ich wünsche euch viel Erfolg für den Parteitag. Ich glaube, ihr habt nachher eine gute Entscheidung zu treffen. Ich mag die Anja, die ist eine gute. Macht das mal. Also insofern viel Erfolg. Ja. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du
heute bei uns in Brandenburg warst. Du bist ja auch im Facebook verortet und man sieht natürlich auch, wo du dich sonst mal, wenn du mal nicht im Ehrenamt unterwegs bist, dich rumtreibst in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Hund, mit Mann und mit Hugo, mit dem Sohn. Und Mecklenburg-Vorpommern ist zwar das seenreichste Land, das wasserreichste sind aber auch wir. Und deshalb lade ich dich nicht nur zum Wahlkampf ein, sondern zu 111 Orten in Brandenburg, wenn wir mal gemeinsam wieder Zeit haben, dass wir vielleicht das gemeinsam machen. Ansonsten für dich und deine Truppen zu Hause und nochmal vielen, vielen Dank, dass du mit uns heute diesen Vormittag verbracht hast. Und wir wünschen uns ein gutes Ergebnis heute Abend im Saarland. Ja. Mecklenburg ist mein Geburtsland, das hat immer Vorrecht.